Liebe Zuschauer, zu meiner Rechten, Simon Peschloff, Firma Schmeißer, bekanntes Gesicht. Ich glaube noch nicht so richtig bekannt, wir fangen heute mal zusammen an. Aber jetzt wird's soweit. Vielen Dank, dass du die paar Minuten nimmst. Gerne. Ein paar blöde Fragen an dich. Gerne. Erstens der Event. Zufrieden mit der Veranstaltung? Doch, sehr zufrieden. Erstmal, dass wir überhaupt wieder eine Veranstaltung machen können. Mhm. Da sind wir sehr happy, dass wir rausfahren können, dass wir mit den Kunden ins Gespräch kommen und grundsätzlich hier mit dem Team Schnupperschießen, die Anlage hier in Wolfratshausen, top. Wetter ist super. Man kann sich nicht besser malen. Wir sind sehr zufrieden. Besser könnte es nicht laufen. Gleich mal die erste blöde Frage. Ja. Name vom Event. Vogelwild. Ihr seid ja aus Krefeld. Kannst du das aussprechen? Vogelwild. Vogelwild geht dann. Vogelwild geht. Ich glaube, das geht. Wer denkt sich denn sowas aus bei euch? Also bei uns tatsächlich niemand. Das ist jetzt die Idee vom Sven gewesen, vom Schnupperschießen Bayern. Er sagte, komm, wenn wir was in Bayern machen, dann brauchen wir auch ein bisschen Couleur, brauchen wir auch ein bisschen was nach Bayern klingt. Und da sind wir offen für. Und Vogelwild, das klingt schon gut. Das haben wir gesagt, das machen wir. Cool. Wir könnten jetzt natürlich über eure Produkte reden, über die Waffen reden, aber ich finde das gar nicht so spannend, weil ich würde mal sagen, die sind aktuell eh alle bekannt. Wenn du das nächste Mal auf eine Messe kommst, wenn wir uns in Las Vegas sehen, dann verspreche ich dir, da habe ich was für dich. Muss ich nach Las Vegas fliegen? Dann musst du nach Las Vegas fliegen. Aber ich mache das. Schau, dann gehen wir zusammen Bier trinken und dann zeige ich dir, was wir haben. Beim Bier trinken? Absolut. Okay, super, freue ich mich drauf. Pass auf, was mich total interessiert. Ihr seid eines der ersten Unternehmen, wenn nicht das erste Unternehmen in dieser relativ überschaubaren Branche Waffe, die auf dieses Thema Social Media, Facebook, Instagram, YouTube aufgesprungen ist und ihr macht da richtig Welle, also ihr macht da richtig Aktion. Seit wann macht ihr das? Ich glaube seit 2016, oder? 2016 haben wir uns zusammengesetzt auf Instagram, dann haben wir Facebook, dann haben wir YouTube, dann haben wir Partner dazu gewonnen und wir steigern uns sehr vernünftig. Meine, wir sind eine kleine Firma, wir sind jetzt kein Weltkonzern, aber wie wir das machen, ist glaube ich schon ganz, ganz passabel. Können wir uns da noch auf weitere Dinge freuen? Passiert da noch was? Also baut ihr das noch weiter aus? Ja, definitiv. Also wir gehen ja immer weiter, auch in dem Bereich US-Markt gehen wir weiter vor. Wir sind mit unseren 60-Schuss-Magazinen, mit den Produkten, die jetzt sukzessive kommen, sind wir in den USA sehr erfolgreich und natürlich werden wir auch Kooperationen ausbauen. Europa vergessen wir nie aus den Augen, Deutschland ist uns ganz wichtig und natürlich sind da Kooperationen auch geplant. Beziehungsweise schon lange im Bestehen. Hört sich mir spannend an. Was mich und unsere Zuschauer sicher noch interessiert, dieses Thema Schmeißer, Waffenschuhmacher, ja. Brenner, ja. Wie verhält sich denn das alles ineinander, zueinander? Ja, grundsätzlich sind wir in Deutschland, sitzen wir alle in einem Haus, also es ist in Krefeld, die Firma Waffenschuhmacher und die Firma Schmeißer sind unter einem Dach. Waffenschuhmacher ist für uns in Deutschland unser Distributor, unsere Marktplattform, von da geht es in den Fachhandel. Die Firma Schmeißer produziert, du hast jetzt Brenner noch gerade gesagt, das ist eine von unseren Marken, die ist dann auch natürlich mit im Portfolio inbegriffen. Und so hängt das zusammen. Schmeißer macht den Export, außerhalb von Deutschland sind wir als Schmeißer tätig. In Deutschland handeln wir 95% der Geschäfte über Waffenschmuck. Cool, ich glaube, damit wäre es erklärt, weil ich habe es verstanden. Ja. Wenn es ich verstehe, versteht es der Rest der Welt auch. Jetzt zum Abschluss noch eine kleine Challenge. Ich kann es nicht verbeißen. Vogelwild geht. Vogelwild, ja, ich sag mal, für den Preußen geht's. Für den Preußen. Du bist Berliner, gell? Genau. Der in Krefeld wohnt. Der in Krefeld wohnt. Okay, naja. Kann passieren. Aber gut, Vogelwild geht, das haben wir rausgekriegt, aber geht auch folgendes. Vogelwilder Orchkatzelschwarf. Jetzt komm, probier's. Sag's nochmal. Vogelwilder Orchkatzelschwarf. Vogelwilder. Jetzt bin ich weg, danke.